So, hallo. Leider hatte ich gerade technische Probleme. Mein altersschwaches Handy hat nach 10 Minuten den Geist aufgegeben beim Filmen. Ihr seht, die Zeit ist fast um. Und es hat sich hier was getan. Jetzt weiß ich leider nicht, wie weit mein Handy gefilmt hat. Ich hatte hier Magnettests gemacht mit den schwarzen. Oh, Entschuldigung. Ablagerung, ja, Ersatz, Versuchsaufbau. Das tut mir leid, aber ich mache das jetzt hier fertig. So. Also eine Viertelstunde ist gleich rum. Mittlerweile ist das Rosbacher Medium wirklich durchgehend gefärbt. Vorhin war das ja noch eher im oberen Bereich und das sinkt einfach alles ab, diese Verfärbung mit der Zeit. Wenn man das noch länger stehen lässt, denke ich, wird es noch weiter absacken. Definitiv gefällt mir jetzt nicht diese trübe Färbung. Das Bad Vilbela ist noch klarer. Ja. Aber wie gesagt, wer sich daran erinnert oder auch mal bei mir in den zweiten Wassertest sucht, das Odenwälder sah besser aus, ja. So, das gleich klingelt es auch. Ich gehe jetzt mit euch schon mal ein bisschen näher dran. Ich wollte nur zeigen, dass das noch der gleiche Versuchsaufbau ist. Seht, ups, ich nehme mal den Wecker weg, sonst klingelt es nämlich gleich richtig laut. Also ihr seht, von der Klarheit vorhin ist nichts mehr übrig, es ist alles trüb, aber es waren vorhin auch noch Bläschen unten am Boden von der Kohlensäure und es könnte ja sein, dass das beim Aufsteigen irgendwie noch beeinflusst. Hier mache ich mal den Störfaktor weg. So, also Bad Vilbela sieht noch besser aus. Man kann hier auf den Boden schon noch durchsehen und hier ist das nicht so. Und hier seht ihr auch im unteren Bereich als auch im oberen Bereich hier diese schwarzen Krümels. Ach, so ist ein Kreuz mal mit dem Schatten. Okay, gut. Ich glaube, ich schneide das jetzt dann auch gleich. Also, tut mir leid für das unprofessionelle Ende. Aber also, man kann davon ausgehen, dass irgendwelche Reste von Säuren, was war es, Fluoriden oder auch vielleicht Eisen oder auch Bakterien da drin sind. Ja. Egal, was da für Nährstoffe drin sind, es geht darum, dass das jetzt nur die Menge eines Glases Wasser war. Und wir kippen das ja auch manchmal richtig runter, wenn wir Durst haben. Es geht darum, dass das in den Molekülen enthaltene Rückstände sind. Es hat nichts damit zu tun, dass die Nährstoffe da nicht drin wären, aber das hier magnetisch war jetzt nichts, das wollte ich noch erwähnt haben.